Eine Eins. Jetzt versauen wir uns alles. Jetzt versauen wir uns einfach alles. Ich sag's euch. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit Minecraft Mario Party auf dem Citoxian Server. Das ist im Prinzip das Mario Party, wie es jeder kennt von den Konsolen. Bloß halt in Minecraft. Ja, am Anfang jeder Runde muss man halt würfeln. Und danach kommt ein Minispiel. Und wer in diesem Minispiel der Top 3 ist, kriegt am Anfang der nächsten Runde 2 Würfel. Und halt hat dementsprechend die Chance, mehr zu würfeln als andere. Und darum geht's dann. Ich habe jetzt eine 4, das ist gut. Und zum Schluss geht's halt darum, wer als erster am Ziel ist. Und der hat dann halt gewonnen. Dann gibt's halt auch einen zweiten und dritten Platz. Also wer dann am zweitnächsten am Ziel war und wer am drittnächsten am Ziel war. Und das bockt eigentlich relativ, deswegen wollte ich das Ganze einfach mal hier mit euch spielen. Und wir sehen hier noch unten 41 Felder bis zum Ziel. Wir können jetzt mal gucken, okay, können wir nicht mehr. Weil man kann für ein paar Sekunden mal gucken, welchen Platz man gerade ist. Und jetzt spielen wir Mini-Survival Games. Das ist so wie das richtige Survival Games, im Prinzip vom Spielstil. Bloß man hat halt direkt die Items, wenn man auf die Kisten rechts klickt. Und die Schutzzeit geht 30 Sekunden. Man startet direkt über Quick Survival Games vom einem bestimmten Platz. Und ich hole mir da hier nochmal die Kiste. Und wir sehen, wir haben jetzt hier schon ein relativ gutes Equip. Ein Steinschwert wäre eigentlich noch nice, aber wie es aussieht. Ah, da oben ist noch. Ah, wir haben Steinschwert, nice. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon ein relativ gutes Equip. Rüstung findet man hier, glaube ich, gar nicht. Also man findet hier halt nur solche Sachen, wie ich gerade jetzt in meinem Inventar habe. Und ich snack mir jetzt einfach den Goldapfel, damit ich einfach schon mal den Vorteil habe. Okay, nice, dann haben wir. Jetzt, ich weiß nicht, ob der denkt, wir sind low, aber Mario Party laggt immer so bei mir. Also alle Minispiele laggen irgendwie. Nicht alle, aber so die Spiele, wo man kämpfen muss, PvP halt. Die laggen immer so bei mir. Deswegen könnte es sein, dass ich schlecht spiele. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Nur einmal, wie gesagt. Oh, den haben wir gesnackt. Eine Fliege. Ich will nicht, dass die in meinen Mund fliegt. Oh, scheiße. Fliegen stören so dermaßen. Okay, nice. Haben wir gewonnen? Zweiter, na gut. Ja, vom Kampftechnischen war ich jetzt besser, würde ich einfach mal behaupten. Weil ich halt sozusagen viel gekillt habe und viel gekämpft habe, aber eine 6, das ist nice. Aber der andere war halt näher am Leuchtfeuer. Aber das war gar nicht mal eine so schlechte Runde. 4. Also es sind insgesamt 10. Das heißt, es läuft schon mal am Anfang. Aber ich habe immer das Glück, dass es dann später wieder nicht so gut läuft. Welchen Platz? 2. Das ist auch nice. Ja, also ich habe immer so das Glück, dass es später nicht mehr läuft. Aber wir können mal gucken. Noch 31 Felder bis zum Ziel. Und es wird Reise nach Jerusalem gespielt. Darum geht es im Prinzip, dass wenn die Musik hier ausgeht, ich weiß nicht, ob ihr die vernünftig hört, dann erscheinen hier Minecarts und man muss sich dort halt relativ schnell reinsetzen. Wer dann halt kein Minecart bekommt, scheidet aus. Ich denke, die meisten werden auch das Spielprinzip kennen von Reise nach Jerusalem. Ja, die Runde haben wir schon mal überlebt sozusagen. Dann gucken wir mal, wie lange wir das Ganze jetzt hier schaffen. Macht auf jeden Fall relativ viel Spaß. Das Minispiel ist hier neu dazu gekommen. Vor 1 oder 2 Wochen. Ja. Ja, okay, den haben wir. Das haben wir. Das ist nice. Übrigens nicht wundern, wo ich meine Sneak-Taste drauf habe. Ich komme mit meinen Tasten schon ganz gut zurecht. Also ich habe Sneaken zum Beispiel auf F. Ja. Okay, das haben wir. Ich war nur etwas irritiert, weil der dort nicht stand.
mit Sneaken verlassen. Okay. Nein! Scheiße. Oh Mann, wir wären fast in die Top 3 gekommen. Aber Platz 4 geht auch noch klar, finde ich. Ja, gucken wir mal, wie die sich hier noch schlagen. Also wir hätten nur noch das eine kriegen müssen, dann wären wir schon Platz Nummer 3 gewesen. Aber Platz 4 geht auch noch klar, finde ich. Ja. Einer ist ausgestiegen, jetzt geht es sozusagen um die Wurst. Wer es kriegt, und da kriegt er es eindeutig. Also er hat gewonnen. Ja, GG. Okay. Mal gucken, was jetzt. Erst müssen wir natürlich würfeln. Eine 6. Oh man, haben wir gerade Luck. Wir haben einfach so dermaßen Luck gerade. Das ist einfach so hässlich, welches Luck wir gerade haben. Es leckt. Also bei mir leckt es nicht. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay. Welchen Platz? Immer noch Platz 2. Nice. Aber wir spielen auch gerade mit recht wenigen Spielern, weil es ist gerade morgens. Ich habe ja, wie gesagt, Ferien, habe ich ja schon ein paar Videos erwähnt. Und ja, deswegen sind wir gerade nur 9. Und wir spielen Doodle Jump, meinen Lieblingsspielmodus. Oh Mann, den kann ich überhaupt nicht. Also was ich wirklich nicht kann, ist Doodle Jump. Also das geht echt nicht klar. Mal gucken, wie ich mich jetzt hier so schlagen werde. Aber Leute, ich warne euch schon mal vor, ich bin absolut schlecht in diesem Spielmodus. Oh Mann, bin ich dumm. Also, man kann nicht schlechter sein als ich, sage ich jetzt schon mal fast. Nein! Nein! Oh Mann, scheiße. Da freue ich mich, wenn ich mal so ein bisschen weiter, halbwegs weiterkomme, und dann passiert so ein Scheiß. Vor allem, ich hasse es, wenn da welche Felder direkt über einem sind. Wie jetzt. Jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen und... Alter, jetzt... Ich falle auch noch komplett runter. Das ist immer mein Pech, dass ich noch komplett runterfall. Und da... Aber mit diesem Fliegen kann man echt nicht zocken. Ich verstehe es nicht. Ich habe immer Angst, dass ich dann eine Fliege verschlucke. Also so kann man echt nicht zocken, wenn diese Scheiß... Fliegen. Die stören mich schon wirklich den kompletten Tag über. Nee, nicht den kompletten Tag, sondern eine Woche lang stören mich diese scheiß Fliegen schon. Ich weiß gar nicht, wie man die vernünftig wegmachen kann, also verscheuchen kann. Ja, ich muss da mal nochmal mit meinen Eltern drüber reden, dass ich die endlich mal verscheuche. Das geht echt nicht klar. Oh, bin... Alter, als ob. Das ist doch traurig. Jetzt musst du noch einer schaffen, dann ist es eh vorbei. Alter, bin ich einfach nur so grottig schlecht, oder? Bin ich der Einzige, der so scheiße ist? Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ja, GG. Ja, da kann man nichts machen. Also in Doodle Jump bin ich wirklich grottig. Eine 2, okay. Ja, jetzt geht's wieder in die untere Richtung. Mal gucken, ob wir noch unseren Platz in der Top 3 halten können. Ich bin gegen den Rand vom Ziel, das ist natürlich bitter. Aber diese Wartezeiten nerven mal ein bisschen. Wir sind immer noch Platz 2, das ist nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir würden wieder ein bisschen abrutschen. Aber vielleicht hatten die anderen auch ein bisschen Pech. Und mal gucken, was wir jetzt spielen. One in the Chamber, okay, das... Na, mal gucken, wie wir uns das schlagen. Oh, der will uns... Okay, das war schon mal ganz gut. Wir haben schon mal 2 Kills, aber... Der Nachteil ist halt, wenn man 20 Minuten rumläuft und einfach keinen findet. Das fuckt so ab. Okay, 4 Kills, das ist schon mal nice. Aber sowas meine ich jetzt zum Beispiel, jetzt renne ich 3 Tage rum. Die anderen machen schön Kills, weil die Leute finden. Und ich finde einfach keinen. Jetzt sterbe ich auch noch.
denke halt nicht daran, dass die anderen Bogen haben. Ich denke immer nur, die haben ein Schwert und ich bin der Einzige. Mal gucken, dort sind wieder welche da hinten. Aber die haben wahrscheinlich schon wieder einen Bogen. Nein! Oh, Abstoppung. Aha, oh, scheiße. 4 Kills. Ich bin aber mit anderen auch gleich auf. Dann hätte jetzt schon einer 5 Kills. Wenn ich direkt Spieler finden würde, wäre das gar kein großes Problem. Okay, das habe ich jetzt extra so gemacht, dass ich warte, bis ich wirklich mir komplett sicher bin. So zum Beispiel jetzt. Das ist zwar dumm, weil ich dann ein bisschen Herzen verliere, aber so bin ich mir komplett sicher, dass ich treffe. Nein! Nice! Ich bin auf Platz 1, das ist immer so random. Also ich hätte auch auf Platz 2 kommen können, weil wenn man gleiche Kills hat, wird das sozusagen random ausgelost, ob man jetzt auf Platz 1 oder Platz 2 ist. Eine 2, natürlich mit meinem Glück. Aber gerade hatte ich dafür am meisten Glück. Eine 2 sind 7. Ja, also geht eigentlich noch klar. Mal gucken, welchen Platz wir jetzt sind. Platz 2, geht auch noch klar. Ja. 16 Felder noch bis zum Ziel. Aber dieser, der ist genau gleich auf, dieser Swick-Hit, oder wie der heißt. TNT-Run, okay, mal gucken. Das habe ich nur nicht so oft gespielt. Ich habe es zwar schon mal gespielt, aber noch nicht so oft. Und mal gucken, wie das Ganze so wird. Ich kann nichts versprechen. Die anderen müssen einfach schnell ausscheiden. Oh scheiße, ich sehe schon wieder, dass ich meinen Tod gerade bestätigt habe. Das ist schon wieder so gut wie mein Tod. Nein! Aber wir sind Dritter geworden, nice. Also wir haben uns eigentlich recht gut geschlagen, dafür, dass wir nicht immer so viel sozusagen frei hatten. Also wir mussten schon viel Jump'n'Run sozusagen machen. Und dafür sind wir Dritter geworden, finde ich ganz nice. Ja. Mal gucken, wie wir uns jetzt so schlagen. Jetzt müssen wir doch den überholen, wenn wir 2 beflammen. Scheiße, wir haben eine 2. Komm, jetzt einmal was Gutes. Oh, wir haben einen Scheißwürfel, das kann nichts werden. Eine 4. Eine 4, oh Mann. Warum haben wir so einen Scheißwürfel bekommen? Mal gucken, ob wir den überholt haben oder ob wir noch immer Platz... Wir sind Platz 3. Wir sind einfach Platz 3. Wir waren doch so gut und dann hat er uns einfach überholt. Minenfeld. Das kann ich überhaupt nicht. Ich will mich jetzt hier nicht so viel beschweren, aber das kann ich überhaupt nicht, Minenfeld. Mal gucken, wie ich mich hier so schlagen werde, aber ich habe es noch nie geschafft. Oder noch einmal habe ich es geschafft, aber das ist schon so lange her. Jetzt bin ich noch schlechter geworden, als ich vorher war. Ich komme da immer so unglücklich drauf. Guck, ihr seht, ich springe ab, aber das ist halt nicht so wie TNT Run, dass man hier ganz easy going springen kann, weil dort kommt man mega schnell auf diese Druckplatten drauf. Man kann ja auch nicht sich mit Sneaken beschützen, sozusagen. Deswegen sneaken brauchen wir eigentlich gar nicht. Ihr seht, ich kann es einfach nicht. Ich sneak immer aus Reflex. Was bringt's ja im Endeffekt nicht. Hä, ich bin doch gesprungen. Ich stehe da doch gar nicht richtig drauf. Jetzt stand ich da zwar drauf, aber teilweise stehe ich da gar nicht richtig drauf und werde trotzdem zurückgesetzt. Und dann ist es manchmal echt stressig zum Teil. Ich bin echt... Daran bin ich ein totaler Noob.
Komm, 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 ich konzentriere mich gerade, Leute. Nein! What? Wir waren doch so weit. Und da jetzt sind wir an diesen scheiß Strohhaufen hängen geblieben. Hä? Jetzt wurden wir zurückgebackt in der Luft. Guck mal, hier wird man an den Strohhaufen immer so ein bisschen zurückgebackt. Da muss ich aufpassen. Und anscheinend ist jeder schlecht in diesem Game. Das heißt, es kann kein Ende haben. Oh Mann. Zumindest schafft's gerade niemand. Ich werde immer bei jeder kleinen Berührung zurückgesetzt. Das ist echt stressig. Hä, diesmal stand ich doch gar nicht da drauf. Ich habe instant gesneakt. Ja, okay, gut. Endlich hat es ein Ende, weil dort bin ich total schlecht im Minenfeld. Also, Minenfeld geht überhaupt nicht klar, weil man bei jeder kleinen Berührung, da hilft selbst kein Sneaken. Na, eins. Jetzt versauen wir uns alles. Jetzt versauen wir uns einfach alles. Ich sag's euch. Wir müssen mindestens in die Top 3 kommen, dann wäre ich schon zufrieden, aber wir versauen uns gerade alles. Weil Minenfeld ist so ein Spiel, das ich überhaupt nicht kann. Minenfeld und dieses freier Fall. Wir sind jetzt Vierter. Bitte in die Top 3. Einmal in die Top 3. Der braucht noch vier Felder. Ich will nur in die Top 3 kommen. Wolkenquiz. Wenn es jetzt einfache Fragen sind, können wir in die Top 3 kommen. Aber das ist auch so ein bisschen Luck. Weil wenn jeder die Fragen alle richtig beantwortet, dann ist es halt random, wer in die Top 3 kommt. Welche Länder gehören bislang nicht der EU an? Schweiz und die Österreich? Leute, ich muss zugeben, da bin ich so schlecht. Belgien und die Schweiz. Norwegen und die Schweiz. Was weiß ich? Keine Ahnung, das. Ja, wir haben es sogar richtig. Nice. Von wem stammt der Spruch, ich bin ein Berliner? John F. Kennedy. Woher soll ich das wissen? Nelson oder Angela Merkel? Angela Merkel doch nicht, oder? Keine Ahnung, sag jetzt einfach mal den. John F. Oh Mann, ich bin so ein Noob in solchen Sachen, ne? Was ist seltener? Kürbisse. Wo sind sie? Kürbisse, das sind Kürbisse, okay. Warten wir eben, bis es ausgelost wird. Ausgelost, ich bin mein, bis die Zeit um ist. Und wir haben richtig gewählt und haben zwei Punkte. Wie viele verschiedene Gemälde gibt es? 17, 26, 8. Ich sag mal 17. Es gibt doch niemals 26. Und 8 wären auch ein bisschen wenig. Ich sag einfach mal 17. Die goldene Mitte, komm. Nein! 26! What? 26 verschiedene Gemälde. Oh Mann. Wie viele Herzen hat ein Huhn? Ich würde jetzt einfach mal so ganz spontan sagen, 2, oder? 2? Hm. Ich sag einfach mal 2. Ja, 4 wären doch ein bisschen viel, oder? Die goldene Mitte muss diesmal einmal gewinnen. Komm. Ja, das war richtig. Ja, wir haben jetzt 3. Wir könnten noch in die Top 3 kommen mit etwas Glück. Welche Farbe hat das G von Google? Wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich einfach nachgucken, ne? Ich habe einmal nachgeguckt und ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Wie dumm ich bin, wie dumm ich bin. Ich bin so dumm, ne? Egal. 4. Hätten wir jetzt eine 6 gewürfelt, wäre ich glücklicher. Mal gucken, ob wir noch irgendwie ansatzweise was reißen können. Ich denke aber nicht. Mal gucken. Beeil dich doch. Drei. Wir sind trotzdem noch drei. Es haben zwar nicht gerade sehr viele mitgemacht, aber wir sind Platz 3. Ihr seht es nochmal im Chat. Ja, das ist nice. Dann haben wir doch mal noch irgendwie andersweise was geschafft. Waren gar nicht mal so schlecht in diesem Mario Party. Ich weiß nicht, jetzt haben wir auch nicht so viel mitgemacht. Am Anfang waren es, glaube ich, 12 oder so. Jetzt sind es nur noch 6 gewesen. Also es haben schon recht viele gelieft. Finde ich recht schade.
Aber da kann man ja nichts machen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge trotzdem gefallen. Okay, klein ist relativ. 20 Minuten sind eigentlich lang, aber das ist für Mario Party normal. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.